Uhu. Hier ist Voodoo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In dem Video geht es darum, wie fahre ich richtig light, / passiv light. Also in dem Video bin ich sehr passiv gefahren, habe dafür dann aber auch, ich glaube, über 10.000 Spotting Damage bekommen. Und ja, im Prinzip ist das ja eigentlich auch die Aufgabe von einem Light, dass man Licht macht fürs Team, am besten ohne dabei drauf zu gehen. Und was ich halt immer schade finde, ist halt, dass einfach sehr viele Lights nach einer Minute geplatzt sind, weil sie YOLOn aggressiv sind, meistens sogar innerhalb der ersten 30 Sekunden sinnlos in den Gegner reinfahren. Hauptsache ich mache mal das komplette Team kurz auf. Da kann keine Sau drauf schießen, die Gegner sind noch viel zu weit weg. Es bringt nichts und ich habe mein Team massiv geschwächt. So, zurück zu dem Spiel. Also hier fahre ich erstmal die übliche Position an. Das ist jetzt auf der Map halt eben hier so diese Kante. Die hat allerdings auch der gegnerische Light direkt angefahren, der Sheridan. Da eine Atti im Spiel ist und die Gegner logischerweise dann auch da den Berg hochfahren, habe ich mich da erstmal verpisst. Einfach aus genau dem Grund. Ich will am Leben bleiben, ich will Licht machen können für mein Team. Und mein oberstes Ziel ist es auch, gerade am Anfang, am besten in den ersten 2 Minuten gar keine HPs zu verlieren oder halt ganz wenig. Weil ein Light ist, je länger das Spiel dauert, desto stärker wird ein Light. Was jetzt nicht heißt, dass ihr die ersten 2 Minuten in der eigenen Base stehen sollt. Das bringt natürlich dann auch nichts. Sondern probiert halt irgendwie Licht zu machen. Hier habe ich jetzt einfach meine Flanke verlagert. Ich gucke auch immer auf diese weiße Linie. Ich bin außerhalb von der Linie. Das heißt, okay, ich weiß, ich kann eigentlich nicht aufgehen. Der gegnerische Light sitzt da bei D6, 7. Und ich fahre jetzt so nah dran, bis er mich nicht aufmachen kann. Ich versuche jetzt hier in diesen Busch zu kommen. Und ja, das klappt, glaube ich, auch. Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Und ihr seht, ich habe jetzt in der Mitte schon was aufgemacht. So, jetzt bin ich in dem Busch. Und jetzt bleibe ich auch erstmal da. Es hat wirklich im Finger gejuckt. Ich wollte schießen. Ich hätte hier auf den Light schießen können. Aber da wäre ich halt eben aufgegangen. Weil ihr seht, dass an der weiß gestrichelten Linie die beiden Jagdpanzer, die da in den Gebäude stehen, die hätten mich wahrscheinlich aufgemacht, wenn ich geschossen hätte. Oder sehr wahrscheinlich sogar. Oh ne, in dem Fall nicht. Okay, was babbel ich wieder für einen Scheiß? Aber jetzt hat er mich aufgemacht, weil er mit seiner Kommandoluke in meine Richtung geguckt hat. Vorher war die hinter dem Fenster. Und dann ist halt wichtig, wenn ihr auf seid mit dem Light, auf gar keinen Fall stehen bleiben, sondern bleibt in Bewegung, fahrt rum, bis ihr zugeht. Und dann könnt ihr euch im Prinzip wieder den gleichen Busch stellen oder halt in einen anderen, je nachdem, auf was ihr Bock habt und wo ihr glaubt, dass er halbwegs sicher steht. Wie gesagt, immer diese gestrichelte Linie im Auge behalten. Ihr seht jetzt, links von mir ist der Light, der ist außerhalb von der Linie. Das heißt, der kann nichts machen. Da hat es jetzt auch im Finger gejuckt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt geschossen habe. Nee, habe ich nicht. Zum einen, weil es kein sicherer Schuss gewesen wäre. Das Scheißding ist halt brutal schmal, diese Grille. Und ich wollte halt auch auf gar keinen Fall aufgehen. Bisher war das jetzt gar keine so spektakuläre Runde, wie ihr seht. Also gerade mal 500 Spotting Damage, 500 selber gemacht. Das ist nach 3 Minuten alles andere als beeindruckend. Jetzt gehe ich auf und wie gesagt, bleibt in Bewegung. Und am besten so fahren, dass ihr wie jetzt hier links von mir diese Kante nehmt, dass die Gegner, die jetzt hier unten in dem Bereich stehen, wo alle rot aufgedeckt sind, dass die nicht auf einen schießen können. Und nicht über das freie Feld versuchen abzuhauen, sondern immer probieren, die Gegebenheiten der Karte, wie sagt man denn, vom Boden oder von Hindernissen halt irgendwo zum Vorteil zu nutzen. Und da bietet sich so eine Senke natürlich super an. So, was war jetzt hier? Da konnte ich nichts machen. Hab einen Gegner aufgemacht, hab mich aber verpisst. Jetzt habe ich aber gesehen, okay, der gegnerische Leiter jodelt hier rum, den habe ich leider nicht getroffen. Das war zwar Free Aim, aber naja, auch ein sehr ambitionierter Schuss. Ja, ist nicht viel dazugekommen. Schaden habe ich keinen gemacht bisher, aber jetzt hat es langsam geklingelt. Jetzt bin ich bei 1000 Spotting. Und jetzt sehe ich, dass unser Team den Hill gewonnen hat und jetzt runter pushen. Und das Wichtigste, was ich jetzt mache, ist, für die Licht zu machen.
Und da hatte ich erst überlegt, ob ich hier auf die Kante hochfahre zum Pieken. Da hätte mich aber der Light garantiert aufgemacht. Also was mache ich? Ich fahre runter, weil ich ja gesehen habe, das Gegnerteam sitzt extrem mit ganz vielen Panzern auf der K345er-Linie. Also bleibe ich hier stehen. Das hat extrem gejuckt, weil ich gerne Artis kill. Ich habe aber nicht geschossen. Und jetzt guckt mal oben auf die Spotting Damage. Jetzt habe ich schon 500 Spotting mehr. Und jetzt habe ich auch die Ration reingehauen, dass ich noch ein bisschen weiter, dass der, ne? Wird ja alles geboostet, sprich Sichtweite. Könnt ihr weiter gucken, euer Tarnwert ist besser. Jetzt sind schon 1800 Spotting. Jetzt sind wir bei 2300, 2600. Und so langsam, aber sicher summiert sich das. Und ich habe, wenn keine Notwendigkeit ist, dass ihr mit dem Light rumgurkt, dann macht genau das. Bleibt im Busch. Macht für euer Team Licht. Die freuen sich da oben auf dem Berg ein Wolf. Die können auf alles draufballern. Jetzt sind wir schon bei 3300 Spotting. Ich habe bisher noch kein einziges HP verloren. Vielleicht nur nochmal. Ich halte mich jetzt nicht für den besten Leitfahrer oder nicht mal für einen, der was weiß ich was. Es gibt definitiv viel bessere. Aber wenn jeder so fahren würde, wie ich es hier probiere, dann wäre, glaube ich, jedem Team geholfen, weil das heißt jetzt nicht, dass jeder, der das Video guckt, das nicht kann, das hoffe ich zumindest, ja. Aber das Video richtet sich ja vor allem an Spieler, die vielleicht jetzt noch nicht so super gut drin sind und ja, mein Anliegen ist es halt eben einfach, auch wenn es nicht sehr viele Leute schauen werden, aber vielleicht verirrt sich ja der eine oder andere her, mein Anliegen ist es halt einfach, dass halt Leute, die auch gerne mal Light fahren, versuchen, lange am Leben zu bleiben und halt eben einfach, ja, benutzt euer Gehirn. Es macht keinen Sinn, mit einem Light, der keine Panzerung hat, in die Gegner am Anfang von so einem Gefecht reinzujodeln. Ihr seid normalerweise dann innerhalb von einer Minute tot. Da ist keinem was geholfen. Jetzt guck mal, jetzt habe ich mittlerweile, vor lauter Bubbeln habe ich gar nicht drauf geschaut, 9200 Spotting. Ich habe zwar nur 840 Schaden gemacht, aber wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte es das Team deutlich schwerer gehabt zu gewinnen. Das ist klar. Weil die haben sehr viel von meinem Job als Light profitieren können. Das sehe ich ja an dem Schaden, den ich für die gespottet habe. Und jetzt fange ich hier halt auch mal an, ein bisschen Schaden zu machen, ein bisschen aggressiver zu fahren. Weil irgendwann wird es auch im tollsten Busch irgendwann zu langweilig. Da fängt man dann an zu schimmeln. Und ja, da waren jetzt zwar nur noch zwei Panzer im Spiel. Ja, da habe ich natürlich probiert, noch ein bisschen was mitzunehmen. Das war Auto-Aim, weil der gestanden hat. Wenn der Gegner steht, könnt ihr gerne mit Auto-Aim draufwichsen. Gerade bei so einem Leopard PTA, der hat keine Panzerung, dann müsst ihr eigentlich nicht groß rumvisieren. Schon gar nicht mit so einem 10er Light, die haben alle in der Regel super Durchschlag. Jo, und dann ist nur noch ein Light übrig. Ich weiß gar nicht, ob ich da noch was machen konnte. Nee, hat der Centurion erledigt. Und ja, und da war das Spiel vorbei. Jo, also Schlussfolgerung. Bleibt am Leben. Spart euch eure HP. Gerade am Anfang vom Spiel, in den ersten 2 Minuten, wirklich am besten so fahren, dass ihr keine HP verliert. Und dann habt ihr vor allem auch als Leitfahrer, auch wenn ihr dann später mal Schaden machen wollt, eine viel bessere Ausgangsbasis. Und wenn jetzt, also 2 Minuten ist so von mir so eine eigene ja, Linie, wo ich halt sage, okay, aber eigentlich viel wichtiger ist es, wie viele Panzer noch im Spiel sind. Also wenn nach 5 Minuten noch alle Panzer im Spiel wären, was ich jetzt nicht glaube, dann auch noch passiv fahren. Ja. So, also probiert clever zu spielen und das war's von mir. Alla, tschö mit Ö. Ciao.